als der Anruf kam. Normalerweise gehe ich bei, wenn der unbekannt steht, nicht ran. Aber in dem Moment, keine Ahnung, wollte ich einfach mal rangehen und ja, wissen, wer das ist. Und genau in dem Moment war es Hansi und hat mir das mitgeteilt. Habe ich auch irgendwann mein Bundesliga-Debüt gegeben gegen Bayern. Ja, das war kein Ergebnis, worüber man sich freuen kann, 6-0. Aber habe dann da meinen Namen gelesen, natürlich innerlich ein bisschen Adrenalin hochgekommen. Mein erster Profivertrag, glaube ich, kam dann ein Jahr später. Natürlich hatte ich noch die erfolgreiche U21-EM, wo wir das Ding geholt haben. Verstehe ich nicht, wie man sich mit einem Fake-Account hinsetzen kann und sowas schreiben kann. Mein Name ist Joscha Wagnermann und ihr schaut einfach Fußball. Hey Leute, ich erzähle euch heute was über meine Fußballlaufbahn. Kommt mit, wir fahren jetzt rüber ins Studio. Auf geht's. Wann hast du deinen ersten Vertrag unterschrieben? Genau, 14 habe ich, glaube ich, meinen ersten Vertrag beim HSV bekommen oder so. Ja, ist normal was anderes, sage ich mal. Auch wenn man schon so jung ist, dann auch Geld zu verdienen, sage ich mal, kleines Taschengeld zu bekommen. Damit lernst du auch, denke ich, wie man erstmal mit Geld umgeht, dass du es auch nicht direkt aus dem Fenster wirfst oder dir irgendwas direkt holst. Wenn du mal neu in der Mannschaft warst, musstest du dann singen zum Einstand? Wie lief das? Ist immer so eine Sache, wenn du neu bist in der Mannschaft und dann da gibt es immer diesen, sag mal, Mannschaftsabend, wo die neuen Spieler dann was vorsingen müssen. Ich habe jetzt zum Beispiel Ich muss nur noch kurz die Welt retten von Tim Bensko gesungen. Muss nur noch kurz die Welt retten. Simple, einfache Sache, finde ich. Was Musik angeht, so Instrumente oder Singen allgemein. Lass mal, belass es dabei, dass ich einfach nur Musik höre. In der Kabine bin ich auf jeden Fall auch einer der Ersten, der da die Musik anmacht. Was hörst du so für Musik? Meine Musikrichtung ist schon eher Hip-Hop, Black Music, UK-Rap auch. Das ist so das, was ich sehr gerne mag. Kann ich mal jetzt ein Lied anmachen sonst? Okay Leute, wir sind jetzt im Studio und bevor es losgeht, könnt ihr jetzt hier unten den Kanal abonnieren. Ja, ich bin aufgewachsen in Poppenbüttel, das ist ein kleiner Stadtteil in Hamburg. Ein bisschen außerhalb Hamburg, aber das, was man dort hat, reicht. Family, Freunde. Ja, zum Fußball kam es natürlich durch meinen Vater, der damals auch schon Fußball gespielt hat und ja, auch Fußball, sage ich mal, verrückt ist, sage ich mal so. Natürlich wollte er mir das auch mitgeben für meine Zukunft und er ist dafür Ansprechpartner. Mein erster Verein war FC Poppenbüttel, genau da, wo ich aufgewachsen bin. Wurde ich einfach angemeldet. So. Das erste Jahr, sage ich mal so, hatte ich noch nicht so viel am Hut mit Fußball. Bin immer irgendwo hingelaufen, nicht zum Ball, sondern einfach immer hin und her. Und es war noch ausbaufähig, dass ich dann irgendwann so ein Sichtungsturnier hatte. Da konnte man sich, glaube ich, anmelden. So. Und dann gab es, ich glaube, 100 Kinder in meinem Alter, die genau dasselbe probiert haben, halt dieses Probetraining zu erreichen. Ich glaube, da waren nur 5 oder 10 Kinder damals ausgewählt zum Probetraining. Dann, ich glaube, die besten 2 oder ja, je nachdem, wie gut die Spieler waren, wurden dann halt komplett genommen. So, ich habe es 2-mal gemacht und beim ersten Mal hat es leider nicht geklappt. Natürlich war die Enttäuschung erstmal sehr, sehr groß, sage ich mal. Halt in den jungen Jahren kennst du sowas auch noch nicht, sage ich mal. Musst du auch erstmal mit umgehen können, aber es gab keine andere Option, halt immer weiterzumachen. Und dann habe ich es halt nächstes Jahr nochmal probiert. Am Ende gereicht zum Glück. Wie hast du dich als Fußballer weiterentwickelt? Ich war früher schon recht beidfüßig. Also ich war ja, wie gesagt, links vorne damals und konnte gut schießen mit links als auch mit rechts. Und das waren ja auch meine Stärken. Schnelligkeit natürlich, das hat mich früher ausgezeichnet. Und ja, der linke Fuß jetzt noch, würde ich sagen, auch noch eine Waffe. Wie war deine Schulzeit? Ja, Schule war jetzt nicht, sage ich mal, mein Spezialgebiet da, also war ich eher nicht so gut. Trotzdem probiert alles zu geben, auch wenn es schwierige Zeiten gab, sage ich mal. Aber natürlich sollte man in Schule auch das Mögliche rausholen, aber wie es bei manchen ist, manche sind gut, manche eher nicht so, aber davon soll man sich auch nicht runterkriegen lassen. Gab es einen Schlüsselmoment in deiner Karriere? Das erste Jahr U19, wo ich in der Hinrunde leider auf der Bank saß. Kann passieren, Fußball muss man auch manchmal durch, sage ich mal, oder ist auch was Neues, was für mich neu war. Aber dann gab es noch die WM, genau in Indien. Da hat sich leider ein Spieler verletzt, der dann auf meine Position spielte und dann wurde ich halt nachnominiert. Und ja, wie sich das denn manchmal so ergibt im Fußball, habe ich souverän meine Aufgaben, sage ich mal, erledigt und ja, dann, wo ich dann zurück war in Hamburg, auf einmal habe ich dann wieder gespielt. Ab dem Moment hat sich alles geändert in meiner, sage ich mal, als Profilaufbahn. Dann kam das erste Probetraining, ich glaube mit 16 und dann halt habe ich auch irgendwann meinen
Bundesliga-Debüt gegeben gegen Bayern. Ja, das war jetzt kein Ergebnis, worüber man sich freuen kann, 6-0. Aber für mich war es natürlich auf jeden Fall ein besonderer Moment in meiner Karriere. Wie hast du erfahren, dass du im Kader bist? Ich glaube, das war in der Kabine. Wird das, glaube ich, ausgehangen. Hab dann da meinen Namen gelesen. Natürlich innerlich ein bisschen Adrenalin hochgekommen. Natürlich auch dann später mein Vater, allgemein meine Familie davon erzählt, Freunde. Und ja, die haben sich natürlich extrem gefreut. Und war ich, glaube ich, ein, zwei Mal im Kader. Und das zweite Mal hat es dann geklappt für einen Einsatz. Natürlich umso mehr war da die Freude da. Und das war dann aber auch noch nicht das Ende. Mein erster Profivertrag, glaube ich, kam dann ein Jahr später, wo wir dann leider schon abgestiegen sind in die zweite Liga. Aber ging dann, glaube ich, auch ganz schnell. Mein erster kleiner Profivertrag. Und dann gab es halt immer mehr Schritte nach vorne, die dann auch irgendwann zur Verlängerung geführt hat nochmal. Und so bin ich dann so langsam rangewachsen als Hamburger Profi. Ja, der Wechsel war natürlich auch was ganz Neues für mich, sage ich mal, nach ein paar Jahren Erfahrung in der zweiten Liga, wo ich oder wir als Team versucht haben, natürlich aufzusteigen mit dem HSV wieder in die erste Liga, was leider ja nicht geklappt hat. Dann habe ich für mich entschlossen, dass ich nach so vielen Jahren dann ja meinen nächsten Schritt gehen will und muss, meine richtigen Erfahrungen dann in der ersten Bundesliga zu machen, beim VfB Stuttgart, was ich jetzt gemacht habe. Ich denke, im Großen und Ganzen kann ich ganz zufrieden sein mit der ersten richtigen Bundesliga-Saison für mich. Was war dein bisher größter Erfolg? Natürlich hatte ich noch die erfolgreiche U21-EM vor 2 Jahren, wo wir das Ding geholt haben. Natürlich war es für mich, sage ich mal, der erste große Titel oder Pokal, sage ich mal. Deutschland ist Europameister! Natürlich für mich was ganz Besonderes, dass ich dann auch als, sage ich mal, etwas jüngerer Spieler damals dann auch ja, gespielt habe und Teil der Mannschaft war, umso besser. Und das dann am Ende gereicht hatte, den Titel, das war natürlich umso schöner. Mit wem hast du damals zusammengespielt? Also im Team gibt's einige, die man kennt, die jetzt auch noch ja, gut aktiv sind in der Bundesliga oder wo auch immer. Florian Wirtz zum Beispiel, Karim Adeyemi, Mergin Berisha, Nico Schlotterbeck, ja, Dorshi. Das Finale habe ich so aufgenommen, dass ich auf der Bank bin, weil ich von, ich glaube, dem Achtelfinale oder sowas ja, leider einen Faserriss hatte und dadurch nicht wirklich spieleinsatzfähig war und von dem Moment dann auch im Halbfinale schon auf der Ersatzbank war. Leider nicht anders ging, aber so wie es ist, muss ein anderer meine Aufgabe übernehmen und das war in dem Fall gut gelungen, dass man es trotzdem dann geholt hat, das Ding, und die Freude war dann umso mehr, dass man so als Team zusammengerückt ist, auch wenn, sage ich mal, ein paar Ausfälle da waren, dass der andere das gut kompensiert hat. Wann hast du den Sprung in die A-Nationalmannschaft geschafft? Also ich war einmal bei der U21 ein paar Jahre dabei und dieses Jahr ein paar Mal bei der A-Nationalmannschaft und habe da auch mein Debüt gegen Belgien dann geben dürfen. Als der Anruf kam, war ich zu Hause, ich glaube am Essenstisch, stand glaube ich unbekannt. Normalerweise gehe ich, wenn der unbekannt steht, nicht ran, aber in dem Moment, keine Ahnung, wollte ich einfach mal rangehen und ja, wissen, wer das ist. Ja, natürlich hat Hansi mich angerufen und mir mitgeteilt, dass er mich gerne dabei haben will und natürlich in dem Moment ist man erstmal überrascht, aber war auch die Freude sehr groß, weil es gerade auch in der Zeit war, wo es bei mir im Verein jetzt nicht lief mit Spielzeiten her, sage ich mal, deswegen war es für mich auch ein bisschen überraschender, aber natürlich weiß ich auch meine Qualität zu schätzen. Ja, natürlich gab es einige Spieler, die ich auch verfolge oder verfolgt habe damals schon, sei es Antonio Rüdiger, der auch echt cool ist, so aufgenommen wurde ich da von jedem echt gut, also habe mich da sofort sehr wohl gefühlt und sind echt alles sehr coole Jungs und bringt auch echt Spaß da zu spielen und zu zocken. Wer ist der Entertainer in der Mannschaft? Ja, der Entertainer würde ich sagen schon Toni auf jeden Fall. Ja, ist schon ja, sehr lustiger, korrekter Typ. Wie gehst du damit um, dass Rassismus immer noch so präsent ist? Weiß, glaube ich, jeder, also heutzutage, dass sowas noch ein Thema ist, ist Wahnsinn. Also für mich auch. Verstehe ich nicht, wie man sich mit einem Fake-Account ja, hinsetzen kann und sowas schreiben kann. Ist am Ende auch nur Sport und solche Sachen sind auf jeden Fall ja, fehl am Platz. In dem Moment haben wir natürlich alle ja, wahrgenommen oder aufgenommen, aber ja, wir müssen uns natürlich auch aufs Turnier konzentrieren und ja, die Sache dann auch so schnell wie möglich abhaken, aber natürlich ist so ein Verhalten fehl am Platz. Also solche Menschen selber mal hinterfragen, was sie aus ihrem Leben machen. Hast du mit deinen Mitspielern darüber gesprochen? Natürlich, die Gefühlslage bei denen war, zum Beispiel bei ja, Jessica Nkankam oder Youssoufa Moukoko, wo die jetzt beide einen Elfmeter verschossen haben im Spiel gegen Israel, dass dann einiges auf die eingeprasselt ist, sage ich mal, in den Medien mit rassistischen ja, Emojis oder keine Ahnung was, hat man schon gesehen oder den auch angemerkt, wie es die, sage ich mal, trifft oder auch wie die damit umgehen, aber als Mannschaft standen wir neben denen und haben sie aufgebaut. Welchen Moment auf dem Platz wirst du nie vergessen?
vergessen. Ja, so ein besonderer Moment werde ich auch nicht vergessen, dass ich dann in der Relegation im Hinspiel gegen Hamburg, dass ich dann auch noch treffe gegen meinen Ex-Verein. Wagnumann, 51. Minute, 2:0. Und klar, kein großer Jubel beim Torschützen. Jahrelang hat Wagnumann die Raute getragen, wechselte vergangenen Sommer zum VfB und sorgt jetzt für Bambule auf den Stuttgarter Rängen. Wie es manchmal im Fußball ist, ja, war für mich auch nicht einfach, sage ich mal so. Aber das ist im Endeffekt auch bei dem Sport so, muss man mitnehmen. Aber das ist so eine Erinnerung, die bleibt immer hängen. Und zum Abschluss, hast du einen Tipp für junge Spieler? Ja, wenn du später mal, sage ich mal, auch Fußballprofi werden willst oder in die Nationalmannschaft kommen möchtest, dann kann ich dir nur mitgeben auf dem Weg, immer an dich zu arbeiten, immer fokussiert sein und ja, an dich glauben und zeigen, was du drauf hast und auch professionell an die Sache rangehst, das Bestmögliche aus dir rausholst, damit du deinen Weg gehen kannst. Ja, das war ein kleiner Einblick in meine Profilaufbahn bis jetzt und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da oder wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr was in die Kommentare schreiben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und hier oben sind noch 2 weitere Videos eingeblendet. Ciao, ciao. Das war's von mir.